Durch den Satz des Pythagoras können wir sehr schnell Strecken konstruieren mit Längen Quadratwurzel von 2, Quadratwurzel von 3, Quadratwurzel von 5 und so weiter. Dazu konstruieren wir zuerst diese Strecke mit Länge 1 und kleben dieses rechtwinklige Dreieck dran. Die zweite Kathete misst ebenfalls 1. Durch den Satz des Pythagoras wissen wir, dass das Maß der Hypotenuse im Quadrat gleich sein muss zu 1 im Quadrat plus 1 im Quadrat. Also muss diese Hypotenuse Quadratwurzel von 2 messen. An dieser Hypotenuse kleben wir dieses rechtwinklige Dreieck, dessen zweite Kathete wiederum 1 misst. Die Hypotenuse im Quadrat ist also gleich zu Quadratwurzel von 2 im Quadrat plus 1 im Quadrat. Das Quadrat dieser Hypotenuse ist also 3, deshalb misst diese Hypotenuse Quadratwurzel von 3. An dieser Hypotenuse kleben wir dieses rechtwinklige Dreieck an, von dem diese Quadratwurzel von 3 eine Kathete ist und die zweite Kathete misst wiederum 1. Deshalb, durch den Satz des Pythagoras, muss diese Hypotenuse Quadratwurzel von 4, das heißt 2, messen. Und wir machen so weiter. Wir kleben hier dieses rechtwinklige Dreieck an, die zweite Kathete misst wiederum 1, dann muss diese Hypotenuse Quadratwurzel von 5 messen. Genauso konstruieren wir Quadratwurzel von 6, Quadratwurzel von 7, Quadratwurzel von 8, Quadratwurzel von 9, das heißt 3, Quadratwurzel von 10 und so weiter. Die so erhaltene Zeichnung nennt man die Schnecke des Pythagoras. Schön, oder?